Hallo Leute und willkommen hier bei The Apple Cat. Ich habe hier vier iPhones vor mir liegen mit unterschiedlichen iOS-Versionen, angefangen mit iOS 8, 9, 10 und der allerneuesten iOS 11. Und heute hören wir uns mal an, wie sich die Stimme von Siri verändert hat über die verschiedenen Generationen von iOS. Also dann, los geht's Siri. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Das ändert sich nie. Doctor Who ist eine britische Science-Fiction-Fernsehserie, die von der BBC produziert wird. Doctor Who handelt von einem mysteriösen Zeitreisenden, der nur als The Doctor bekannt ist. Er reist mit seinen in der Zeitraummaschine TARDIS, Time and Relative Dimensions in Space, und wird dabei in verschiedene Abenteuer verwickelt. Erzähl mir einen Witz. Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Nein, das ist es nicht. Ich glaube kaum, dass du einen Witz in meiner Sprache verstehen würdest. Und lustig sind die sowieso nicht. Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Nein, das ist es nicht. Ich glaube kaum, dass du einen Witz in meiner Sprache verstehen würdest. Und lustig sind die sowieso nicht. Wieso ist die Banane krumm? Vielleicht krümmen sich die Bananenfrüchte nach oben, also dem Licht entgegen. Weil sie sonst keine Banane wäre. Das frage ich mich auch. Weil keiner in den Urwald flog und die Banane gerade bog. So, und da haben wir sie gehört, die verschiedenen Stimmen, die Siri hier hatte, über die unterschiedlichen iOS-Versionen von 8, 9, 10 und 11. Und ja, man kann eine Entwicklung erkennen, ganz eindeutig. Ich hoffe, das wird noch alles besser und vor allem, dass Siri noch cleverer wird. Aber das soll es für dieses Video erstmal gewesen sein und deswegen sage ich jetzt... Okay, alles klar. Bis bald. Und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Me Apple Cat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.